Elektrogeräte verladen, zu Kunden transportieren und dort anschließen. Das gehört nun zum täglichen Brot von Paul Weichelt. Er erlernt in den kommenden 3,5 Jahren bei Electronics Stadt Roda den Beruf des Elektronikers in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Am Montag hat der 18-Jährige seinen Lehrvertrag erhalten und das war nicht irgendeiner, sondern der 500. Lehrvertrag, der bei der Handwerkskammer Ostthüringen für dieses Ausbildungsjahr neu eingetragen wurde. In der Grundschule habe ich schon sehr viel mit Elektronik gehabt und in der Regelschule. Es hat mir sehr gefallen und deswegen bin ich den Beruf auch eingeschlagen, weil es war einfach ein Wunsch auch. Die Ausbildung in diesem Ausbildungsberuf läuft so, dass in dem ersten Halbjahr Grundkenntnisse vermittelt werden und in den weiteren Lehrjahren wird in den einzelnen Bereichen die Ausbildung vorgenommen. Es ist dann so, dass er mit bei uns auf die Projekte geht, auf die Baustellen geht und dort die Ausbildung vor Ort erhält. Auf den Projekten hat er den Vorteil, dass er durch alle Bereiche der Ausbildung gehen kann. Es ist ihm ein Obermonteur immer mit zur Seite gestellt, wo er seine Fragen beantwortet bekommt. Und durch die Größe der Projekte, durch die Innovationen, die in den Projekten drin enthalten sind und geplant sind, ist auch gewährleistet, dass er immer den modernsten Stand der Ausbildung und den modernsten Stand der Technik vermittelt bekommt. Eine Ausbildung im Elektrohandwerk ist in Ostthüringen nach wie vor begehrt. Die Zahl der Arbeitnehmer und Azubis ist in den vergangenen Jahren ständig angestiegen. Von den 500 neuen Ausbildungsverträgen entfallen allein 52 auf diesen Ausbildungsberuf. Als Ziel hat sich die Handwerkskammer gesetzt, im Ausbildungsjahr 2010-2011 insgesamt 700 Lehrverträge abzuschließen. Man ist auch optimistisch, dieses Ziel noch zu erreichen. Also die Vermittlung ist eigentlich im Handwerk positiv verlaufen. Wenn man davon ausgeht, dass wir im Handwerk ca. 10% weniger Lehrverträge haben wie im Vorjahr, aber die Anzahl der Schulabgänger 15% rückläufig war. Wir hatten natürlich, was Lehrstellen anbelangt, zum Teil besonders in den technischen Berufen mehr Interessenten in einzelnen Betrieben. Die dort konnten so nicht aufgenommen werden, aber dann mussten wir oftmals feststellen, dass die Bewerber sich, nachdem sie eben dort konnten, nicht genommen werden, warum auch immer, nicht weiter groß bemüht haben um weitere Lehrstellen. In Ostthüringen stellen sich im Ausbildungsjahr 2010-2011 insgesamt 358 Handwerksunternehmen der gesellschaftlichen Verantwortung, die Fachkräfte von morgen auszubilden und so zur Sicherung des Fachkräftebedarfs beizutragen. Doch aufgrund der demografischen Entwicklung wird es für die Handwerksbetriebe von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Menschen für einen Handwerksberuf zu begeistern. Das Handwerk hat offene Lehrstellen in Ostthüringen. In der Lehrlingsbörse der Handwerkskammer sind zurzeit ca. 100 freie Stellen gemeldet. Wir wissen aber, dass nicht alle bei uns registriert sind und die Zahl jener, die bereitgestellt werden, ist um ein Vielfaches in Ostthüringen höher. Das heißt, jeder Jugendliche, der heute von der Schule kommt, hat in Ostthüringen seine Chance. Natürlich muss er sich auch selbst kümmern und bemühen und das selbst wahrnehmen. Gute Chancen also auch weiterhin für die Azubis. Den Handwerksbetrieben hingegen wird geraten, schon jetzt für das kommende Ausbildungsjahr zu planen und freie Ausbildungskapazitäten frühzeitig bekannt zu geben. Neben der Übergabe des 500. Lehrvertrages gab es am Montag bei Electronics Stadt Roda noch etwas zu feiern. Und zwar begeht der Geschäftsführer Günther Diethe in diesem Jahr sein 20-jähriges Betriebsjubiläum.